Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Und heute haben wir eines meiner allerliebsten Lieblingsautos. Und zwar ein 2000er Nissan GT-R R35 in der Black Edition. 550 PS kommen aus einem V6 Motor mit Twin Turbo. Und darauf habe ich heute Bock. Oh ja, ich weiß, wir hatten schon mal früher, vor vielen, vielen Monaten, auch schon mal Nissan GT-R. Das war aber 2017, ne? Ja, das ist ja 2012er. Und ja, mit dem wollte ich heute gemeinsam mit euch, beziehungsweise mit dir, die Straßenszene ein bisschen aufmischen. Und ich finde den Sound halt von dem so geil, ne? Also ich habe mich in diese neuen GT-R-Varianten, oder diese Nissan GT-R, halt schon eher verliebt, als sie 2007 rauskam. 12 Jahre ist das her, als der erste vorgestellt worden ist. Boah. Ne? Wahnsinn. Klingt schon gut. Topspeed sind jetzt bei dem Wagen. Ich bin vorhin schon mal gefahren ein bisschen. 341 km/h habe ich erreicht. Das ist eigentlich in Ordnung. Aber genug geplappert, würde ich sagen. Schauen wir uns mal ein bisschen die Straßenszene an. Von England. Und fahren. Was fahren wir denn? Dann fahren wir hier ein bisschen. Bisschen die Küste entlang. Ja, warum nicht? Fahren jetzt mal ein Rennen und dann werden wir das Ding auch mal ein bisschen pimpen. Man kann in der Straßenszene nicht mit dem Serienwagen starten eigentlich, ja. Aber ich will jetzt einfach bloß mal wissen, was kann der überhaupt? Was kann er, was will er, was macht er? Deswegen, ja. Starten wir einfach mal. Bevor der Winter kommt, weil das jetzt eventuell die letzte Folge vorm Winter. Kann auch sein, dass ich nur eine mache im Herbst, aber das Auto, was ich da nachfahren will, macht im Winter mehr Sinn. So. Und jetzt, schön ist ein GT-R. Küstensturm, das klingt doch gut. Schön natürlich der Rechtslenker. Was haben wir denn so als Konkurrenz? Natürlich vom LI viele wieder ewig weit drüben. Der Hot Wheels Mustang, der Ferrari FF, Ferrari 430S, 911er GT3 von 2004, Ford Fiesta RS, Reventon, oh, Camaro, Twerk Stallion, SL65, nochmal ein Camaro und ein Demon, okay. Also sag mal, so PS-mäßig sind wir so mit, ziemlich weit unten, ne? Einziger Vorteil, den wir haben, ist halt Allradantrieb und eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden. Das ist halt schon ziemlich schnell für so einen Sportwagen. Dann ist der Reventon, was fahren Sie jetzt da für ein Quatsch zusammen? Bremst mich voll aus hier. Reventon. Allrad, gib ihm. So, 6. Platz, sehr schön. Komm mal und gib ihm. Ah, komm. Was war das? Das war jetzt auf dem blöden Bordstein da angebremst, ne? Mein Gott. Der Lambo da mit seinem blöden Ausbremsen. Eieiei, jetzt zu spät. Man merkt, dass es nass ist. Und dass die letzten Folgen bis auf den Shelby und den alten Challenger doch alle im Sommer gefahren bin. Ja, Offroad, okay. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht kommen wir zumindest noch aufs Podium vor. Ui, das war knapp. Wir kommen langsam ran, was ist das? Der Fiesta, ja, tschüss. Oh. Manchmal denkt man sich so, ne, da ist das Hindernis. Ach, ich rase einfach mal ins Hindernis rein, obwohl ich sehe, wo es ist. Ja, Alter, was die teilweise fahren, ne? Teilweise denkt man sich auch, was geht hier ab? Jetzt ist mir auch wurscht. Mein Gott. Aber wir sind gar nicht so schlecht unterwegs. Ich
Ich dachte, wir sind schlechter unterwegs, aber Allrad hat die zwei Turbos vorne. Regeln, ne? Ich weiß gar nicht, was der Newtonmeter hat. Alter, 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 come on. Alter! Ich muss unbedingt. Ey, da ist irgendwie der Wurm drin, ne? Ist ein bisschen ein Problem, meine Linie zu finden, kann das sein? Sag mal, das Auto ist ja nicht schlecht. Und der Fahrer dahinter ist momentan nicht der Beste. Wo kommt der Baum her? Steht da wie angewurzelt. Ey. Es tut mir echt leid. Für alle Leute, die sich jetzt aufs Auto gefreut haben. Mir geht's genauso wie euch. Mir passt das hier gerade nicht so. Boah, der Regen, ne? Alter. Ich will aber so um die Kurve kommen, Mann. Ey, die Kurve kriege ich auch nur mit Mio Not, oder? Wahnsinn. Wir haben noch ein paar Meter. Immerhin bin ich schon mal in der Top 3 angekommen. Wie habe ich denn die Rennen damals alle gewonnen? Sonst gibt es Sportwagen bloß noch im Sommer. Es ist Nacht, es ist kalt, es ist nass. Und den Porsche kriegt man gleich wieder. Denn ist ein GTR ist ja nichts. Nicht umsonst seit eh und je Porsche-Killer. Von Anfang an wird dann mit dem 911er gebattelt. Auf der Nordschleife und immerhin Dritter. Mit viel Glück statt Verstand. Eieieiei. Ja, gut, Ferrari FF und der Hot Wheels Mustang. Okay, wo ist denn der? Der Ferrari? Ach, da. Fünfter ist er geworden, okay. Freut sich in ihrem Familien-Ferrari. Aber gut. Ey, das hat mir. Der Regen hat mir jetzt echt gerade schon Probleme gemacht, muss ich ehrlich sagen. Der war nicht ohne. Der war nicht ohne. Und Stufenaufstieg, sehr schön. Stufe 138, nice. So, jetzt sind wir noch im V-Spin, okay. Schauen wir mal, was wir noch bekommen. Hoffentlich ein bisschen Geld zum Tuning. Komm schon. Ich würde sagen, wir sollen viel Geld. Nicht ein bisschen. Viel Geld. Okay. Dann ist es halt so. Ja, jetzt schauen wir mal. Was verbessern wir bei dem? Bremsen? Bereifung? Das auf jeden Fall. So, wir machen das ganz anders. Wir machen das wieder anders. Festival? Ja. Leistung kriegt er auch ein bisschen. Ich glaube, ich bringe sogar nur an die Grenze der Klasse. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob wir so einen 1000 PS Aufbau machen können. Ja, nee, das wollte ich doch gar nicht. Zurück. Upgrades und Tuning. Und ja, den gibt es auch mit dem Liberty Kit, aber habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Jetzt möchte ich bloß nochmal im Topspeed schauen. 341 habe ich geschafft vorhin. Ja, okay. Habe ich also wirklich ausgereizt. Aber man merkt vom Motor selber, da ginge noch mehr. Da ginge eigentlich noch mehr. So, jetzt schauen wir mal, was der auch so drauf hat. Können bloß auf Heckantrieb machen. Da wird da 18 Kilo leicht. Das ist ja gar nicht. Und für alle, die sich jetzt fragen, wie schaut er mit Liberty Walk aus? So, breit, tief, böse. Aber will ich jetzt nicht dran haben. Momentan ist das Thema Breitbau bis auf dem Rauwelt-Porsche irgendwie nicht so mein Ding. Muss ich ehrlich sagen. Auch die Forza-Lippe, okay. Und da dürfte man dann... Genau, den Liberty Walk 2 haben. Den finde ich an sich sehr fett. Passt aber nicht ganz so zum Auto. Aber ich finde ihn so ganz cool. Also wenn du den jetzt eher als Rennwagen aufbaust, kann man das schon machen. So. Würde ich aber. Ja, Rennreifen können wir schon mal machen. Bin auch schön breit. Wie weit können wir? Können sogar mit dem rausgehen, okay. Nee. Nee, gehen wir mal das 1 raus, genauso wie hinten.
oder? Hier hinten sogar zwei, geht sogar, kann man sogar drei machen, sehr gut. Felgen kommen wir zum Schluss. Antrieb, kann man auch nicht, gar nicht so viel machen. Wahrscheinlich könnte man sogar fast einen Maximalaufbau machen. Warte mal, was jetzt mal gucken möchte, ist, dass sich nur durchs Getriebe schon was geändert hat. Beschleunigung ist schneller, gut dank der Reifen. Und Endgeschwindigkeit, ja gut, nicht wirklich, minimal verbessert, sehr, sehr minimal. So, großer Schwachpunkt für mich waren jetzt die Bremsen oder das Bremsen. Schöne Rennfedern. Stabis, an dem Auto kannst du halt nicht mehr so viel machen, ne? Finde ich. Käfig lassen wir mal. Dafür kann er nochmal ordentlich abnehmen und das machen wir jetzt einfach auch mal. Vom Motor bin ich jetzt gespannt. Da wir keinen Motorswap machen können, wird das interessant. 595 kW, ja, hau rein. Nur durch die Turbos. Ja, wisst ihr was? Wir bauen jetzt komplett auf und dann... Na, das ist aber Maximalaufbau. Eigentlich wollte ich ein bisschen, bisschen performanter machen oder einfach nur minimal verbessern, aber come on. Schauen wir mal, was der Gute mal kann. 1027 Newtonmeter. Eieieiei. Eieieiei. 702 kW. Eieieiei. Ein bisschen mehr Hubraum. 3,7 auf 4,1. Turbos haben wir schon. Okay, wir sind auf jeden Fall schon in der 1000 PS Bereich. 1024 Kilo. 2 Sekunden von 0 auf 100. 349 km/h. Gut, Topspeed könnten wir sogar noch erhöhen. Ja. Schaut von außen bis auf die Reifen. Gut, Felgen könnten wir noch ein bisschen anpassen, oder? Wenn er maximal aufbaut, dann alles, oder? Dann können wir auch andere Felgen noch nehmen, die da passen würden. Oder könnten. Was passt denn da? Was gefällt mir denn da? Sag mal mal so. Enkei. Ja, Felgenauswahl ist immer so eine Sache, ne? Felgenauswahl ist immer so eine Sache. Was passt zu dem Auto? Was gefällt mir an dem Wagen? Ist halt auch immer so eine Geschmacksfrage, ne? Die einen finden die geil, die anderen die, aber dann kommt man nie hundertprozentig auf einen ziemlich gleichen Geschmack, was Felgen angeht. Das ist. Da gibt es auch viel zu viele. Ich meine, die Hersteller bringen gefühlt jeden Tag 10 neue raus. Dem gelben Streifen. Einer brauchst du aber ein gelbes Design oder so. Die gefallen mir ganz gut. Dynamics doch. Felgengröße dürfen wir es. Ja, komm, wir sind in der Straße sehen unterwegs. Da kann auch 21 Zoll Felgen gehen. So, einmal installieren. Einmal 71.600 raushauen. Ja, läuft. Der Wagen selber hat schon 105.000 Credits gekostet. Teures Unterfangen-Auto. Man kommt noch Versicherung, Steuer und sowas dazu. Nee. So, Tuning. 2 Sekunden von nur auf 100. 350 km Top Speed. Ja, Reifendruck mal ein bisschen runter. Macht das irgendwas in der Beschleunigung aus? Nee. Übersetzung. 378 haben wir da jetzt. Jetzt gehen wir mal komplett runter auf Geschwindigkeit. Oh, Beschleunigung wird sogar schneller und Top Speed. 432 nehme ich. nehme ich. Federn. Natürlich tief. Wie nochmal was? Wir wollen ja richtig auf den Boden kratzen. Die Beschleunigung aber schlechter, wenn ich das Heck zumindest wieder hoch mache. Oder lassen wir den so. Hä? Und wenn sie jetzt bloß die Beschleunigung einen Tick verschlechtert, dann ist mir das wurscht. Okay, Bremse machen wir mal hoch, weil da habe ich vorhin so Probleme gehabt. Wir haben auf 150% stärker. Genau. Übernehmen, yo. So, und dann brauchen wir natürlich noch
Ein passendes Design. Schauen wir, was da alles geben wird oder was da gibt. Okay, Greddy. G-Ready. Das eine ist das Liberty City Design. Liberty City. Liberty Walk. Motor Racing. Was JP Design. Wir erweitern nochmal die Suche. Weil das sind ja bloß immer die Top, was ich, 20 oder so, die es gibt. Der Rot schaut geil aus. Rockstar Count N. Okay, das eine soll so ein bisschen Paul Walker Design sein. Da haben wir es im Paul Walker Design. Ja, soll das wahrscheinlich, so wäre das Auto wahrscheinlich gewesen, in der Film nicht 2003, sondern 2016 rausgekommen wäre oder so. Das ist natürlich die Frage. Oh, Eddie. So, das Eddie-Ding. Aber ich will was Neutraleres haben von der Optik her. Da haben wir sowas in Nismo, ne? Das gefällt mir ganz gut. Ich glaube, wir nehmen Nismo. Das war auch kein Nismo-Ding mehr. Weil ich meine, der stärkste GTR momentan hat 600 PS. Forsaton beginnt. Nee, jetzt nicht, nee. Jetzt nicht. So ein bisschen Soundbug oder habe ich bloß... Nee, ich habe wieder mein Ding runtergeregelt, ne? Ja. Ist immer das Problem, wenn du den Regler von deinem Headset ein bisschen weiter weg hast. Dann ja. Der hängt ein bisschen an meinem Bein und wenn ich dann mit meinem Bein rummache, also die ein bisschen bewege, dann ja, dann stört's. Beziehungsweise macht die Musik leiser. Das schaut nice aus. Schickes dunkles Rot. Das Weiß hat auch so ein bisschen elfenbeinmäßig aus, so Cremefarbe. Das ist nice. Schwarzer Spoiler. Schönes Design, gefällt mir. Gefällt mir. Dann raus mit uns. Jetzt haben wir eine übertriebene Nismo Edition. Mehreren 1000 PS. Kein übertriebenes Design, eher was Schlichtes. Okay. Dann gib mir doch ein Straßenrennen. Ich würde vielleicht sogar zum Abschluss das Marathon-Ding machen. Wenn es ist. Aber erstmal. Fahren wir hier. Wenn das Rennen gut verläuft, dann machen wir noch den Marathon, würde ich sagen. Ich glaube, das müssen wir dazu sagen. Vor allem, wir haben über 430 km/h Topspeed. Das sind einfach mal 90 km/h mehr als vorher. Das ist ja brutal. Das ist mehr als ein Drittel mehr Leistung. Das ist doch abartig. Oder? Ne, nicht ganz mehr als ein Viertel. Ja, ist einfach viel zu viel. Eine Menge. Na komm, fahr schon betreten. Yo, Solo, yo. Jetzt bin ich gespannt, was wir Konkurrenz haben. Jetzt haben wir auch ein paar Supersportwagen und so. Okay, der Wagen steht ein bisschen tief. Beim Einlenken können sie ein bisschen kratzen. An der Schürze vorne. Am Radkasten eher. Hinten ist ja wurscht. Hat er kein Mitlenken der Hinterachse. Glaube ich. Ne, ich glaube nicht. Aber schick, das Design ist geil. Das Design ist geil. Ah, oh, steht schon Neues da. Jetzt regnet es halt wieder. Okay, da haben wir schon andere Konsorten, die jetzt mitfahren. Pagani Zonda. Ferrari F50. GTA Spano. Hennessy Venom. Alles Autos, mit denen man natürlich zum Straßenrennen fährt. Ich bin, glaube, der Einzige, der da realistisch ist. Aber wir starten mit dem schnellsten. Und das, die ganze Leistung aus einem ohne Motorumbau, sondern nur Motor-Upgrade. Uiuiui.
Aber nachher müssen wir mal schauen, wie viel PS ich auch noch habe. Wird's gar nicht gemacht. Warum muss denn jetzt regnen hier? Das nächste Mal warte ich für sowas auf den Sommer, ey, wenn ich sage, ich fahre Straßenrennen. Oh, jetzt geht's halt schon wieder los mit Rückspulen. Ich hoffe, wir können unseren Topspeed nachhauen und uns die Beschleunigung nochmal ein bisschen ausspielen. Ja, warum steht da ein Haus? Warum stehen da Blumentöpfe? Warum bremse ich eigentlich, wenn es mir nichts bringt? Warum nicht die Kurve zu weit außen? Ich habe keine Ahnung. So, und jetzt, ja komm, gib ihm. Wenn ich ein Auto wäre, können wir den Scheitelpunkt gut treffen. Das ist das Problem an den Street Races, ne? Die sind dann meistens schon, die sind halt nochmal fordernd, da weil es auf öffentlichen Straßen stattfindet. Beziehungsweise im normalen Straßenverkehr. Vor uns ist der F50. Okay, jetzt können wir ein bisschen was von unserem Allrad bzw. unserer Beschleunigung nehmen. Okay, Bremsen sind gut. Bremsen sind gut, wenn man weiß, wann man bremsen muss ungefähr. Ein Tick zu früh. Wir kommen hier ran. Was hat der Ferrari da vorne eigentlich für einen Motor? V10 Minimum, oder? Jetzt komm. Muss der Japaner zeigen, wie es geht, oder was? Vor allem mal ein kleines Stückchen Vollgas. Ah, okay, das war jetzt schlecht. Das ist wirklich ein kleines Stückchen Vollgas, ne? Ich weiß gerade, sehen, das Display, was man da so durchschimmern sieht, durch die Heckscheibe. Das wurde übrigens von den Leuten entwickelt oder designt, die auch hier Gran Turismo gemacht haben, also das Videospiel. Ja, es ist von Sony so gesehen. Oder halt nicht von Sony, aber von Polyphony Digital, jetzt, so heißen die. Ach, das war's schon. Aber vierter Platz, das passt doch. Wir hatten jetzt kein Top Speed und jetzt hat's mich rausgehauen. Ja, nice. So, da bin ich wieder. Na, gab jetzt gerade einen kleinen Schnitt, weil die Xbox halt gemeint hat, sie muss schnell das Spiel ausmachen und wieder anmachen. Oder ich habe es eher angemacht. Und ja, wie vorhin schon gesagt, jetzt gibt es noch den Colossus. Mit dem Nissan GT-R. Black Edition von 2012. Ja, und ich würde sagen, wir starten das gleich mal. Modern Supercars. Ist Colossus überhaupt das Ende der Straßenrennserie? Ist ja egal, wir fahren es jetzt einfach mal. Fahren es mal mit unserem über 1000 PS Nissan. Im schicken Nismo-Design. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass mir das Spiel nicht wieder abkackt, ja. Weil es sonst total nervig wäre. Dann wollte ich jetzt im Anschluss dann noch die Folge für morgen aufnehmen. Deswegen starten wir einfach mal. Da haben wir schon eine Porsche und so am Start. Huracan dürfen auch nicht fehlen. Aber ich bin froh schon mal, dass das Tuning gespeichert worden ist, ja. Ob das Rennergebnis jetzt gespeichert worden ist, keine Ahnung. Habe jetzt nicht aufs Geld oder so geachtet, was mir total wurscht ist. Mir geht es halt bloß darum, euch dieses wunderschöne Auto zu zeigen. Und ich glaube, ich werde mal... Nicht in der nächsten Folge, aber eine der nächsten Folgen. Auto einfach auch mal serienmäßig fahren. Wirklich eine Folge, nur Serie. Und fertig. Ich weiß, was hatten wir jetzt bei den Muscle Car Tagen? Letzten 5 Tage schon. Aber trotzdem, mal so out of the box nochmal ein Auto total serienmäßig. Einfach so fahren. Klar, gut. Könnte jetzt ein Hypercar oder so nehmen, aber das wäre auch langweilig. So. Ja, das ist wenigstens ein schönes langes Sprintrennen. Es
geht er jetzt von, wie heißt der, ist die Stadt hier, wie heißt es nochmal, Broadway, bis nach Edinburgh. Schon durch den Wald. So, jetzt können wir ein bisschen mit unserem Topspeed hier glänzen. Und auch nicht, du die Wand. Ja, kommst du, Hurrikan, wieder, komm. Auch eines der, sagen wir, ziemlich beliebten Autos irgendwie in der Supercar-Szene, finde ich. Aber gut, mehr als 600 PS Allradantrieb, ne? Verhältnismäßig günstig. Und wenn man den noch mit ein bisschen Turboladern ausstattet, dann hat er gleich mal seine 1000 PS. Ah. Okay, Paul, sei ein bisschen vorsichtiger. Wir hatten schon die ganze Folge über, aber das war jetzt der erste Flashback. Okay, das ist echt. Ah. Das Fahren gefällt mir gerade selber auch nicht. Das gefällt mir gerade selber auch nicht. Ah gut, wir haben kurz vom Ende der Strecke, glaube ich, nochmal richtig viel Glück. Mit einer kleinen Fahrt auf die Autobahn. Über die Autobahn hier im Spiel. Und ja. Da können wir nochmal ein bisschen Topspeed ausleben. Ja, wir kommen ja hier auch schon wieder ran. Vorne ist die Autobahnauffahrt. Sehr schön. So, und jetzt gib ihm, komm. Wir haben ein kleines Stückchen. Ist leider recht kurvig, bisschen doof. Aber trotzdem, können wir wieder rankommen an den vierten Platz. Noch ein GTR. Das ist, glaube ich, sogar der neuere. Kann das sein? Das kann sein, ne? Das erkennt man kaum. Es ist immer das, ich sag mal, ein 2018er, 19er Modell. Erkennt es natürlich eher im Vergleich zu 2007, ne? Da schauen die aktuelleren Modelle doch nochmal sportlicher aus. 2007er, sagen wir 9er, 10er, sowas. Die sind noch recht klobig. Von der ganzen Optik. Und dann waren es wirklich bloß noch Nuancen, die sich verändert haben. Eieiei, zu dritt gehen es hier durch. Vier Marken vorne, das ist schön. Aber alle drei Marken da vorne aus dem gleichen Konzern. Ah, muss der Nissan hier mal mit aufräumen und die VAG-Truppe ein bisschen aufmischen. Oh ja. Sogar im Bremsen noch schneller gewesen als der Lambo. Oh ja, nice. Und jetzt geben ihm, komm, Top Speed zum Ziel rein. Das war jetzt ein schönes Rennen. Also der Schluss war schön. Mal wieder wegziehen, ne? Oh, das Rot kommt jetzt gut. Nice. Schick. Schick, oh, Rennen gefällt mir jetzt. Wir hatten einmal einen dritten Platz, einmal, was war das vorhin, fünfter Platz oder so? Gut, kann ich jetzt nicht sagen, haben wir nicht gesehen offiziell. Das Rennen ist nie gewesen. Danke Xbox, danke dafür. Aber jetzt haben wir hier schön ersten Platz. Dank Topspeed. Ich wusste zwar, dass das Rennen schnell ist, aber so schnell haben wir jetzt auch nicht gedacht. Sehr gut. Ah, schaut schon sexy aus, ne? Aber gut, das war's dann für die heutige Folge. Ich hoffe natürlich, dir hat's gefallen.
Wenn ja, lass einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es irgendwas zu sagen gibt. Vor allem, wenn du sagst, hey, ich will irgendein Auto oder so sehen. Und ja, dann würde ich sagen, lass auch ein Abo da, wenn du nichts mehr verpassen willst. Bis zum nächsten Mal. Servus und für dich.